Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part, Hitman 2. So, ich schätze mal, aufgrund der Saves, die ich ja hier zur Verfügung habe, kann ich es mir durchaus erlauben, das wirklich komplett hier blind zu spielen und zwischendurch dann immer mal wieder speichern, um den Fortschritt zu sichern. Und ja, ansonsten muss ich da halt mal gucken, ne? Beziehungsweise, dann könnte es halt bei einer Mission auch mal ein bisschen länger dauern, allerdings weniger oft Sachen, die ich nochmal machen muss und noch ein drittes und viertes und fünftes Mal. Hey, wenn ich hier rausgegangen wäre, hätte ich da über diesen Platz gehen können. Die Frage ist allerdings auch noch. Da komme ich nicht vorbei, also hier in diesen Hinterhof komme ich nicht so rein. Die Frage ist jetzt, ob ich dieses Gebäude von vorne betreten kann. Aber quatschen wir mal nicht so viel drumherum, sondern gehen gucken. So, da käme ich auf jeden Fall da unten auf die Straße. Ansonsten, ich frage mich ebenfalls. Was ist, wenn ich jetzt doch irgendwie Leute ausschalte? Zum Beispiel diesen blau markierten Polizisten und mir dessen Kleidung klaue. Ja gut, Versuch macht klug, ne? 47, the meeting will begin in 5 minutes. Habe ich hier jetzt auch noch Zeitdruck? Das gefällt mir gar nicht. Was? Nee, ich glaube nicht, das sagte gerade nicht Wodka, das hat sich nur so angehört. So. Frage ist jetzt, das soll eine AK sein. Sieht ein bisschen kurz aus hier, also eher wie eine MP. The meeting will begin in 4 minutes. Get ready. So, ich könnte natürlich jetzt den hier auch noch aus dem Weg räumen irgendwie. Ich zeige den Vorsichtshalber hier in die Gasse rein. Und dann müsste ich ja eigentlich hoffentlich ich hoffe einfach mal. So, ich sollte mich hier wohl insgesamt nicht so arg viel mir nicht so arg viel Zeit lassen. Sehr schön. Also das ist also dieser Platz. So, die werden mich da auf jeden Fall. 47, the meeting will begin in 3 minutes. It's about time, 47. Ach du Scheiße. Mann, hier werde ich ja ganz schön gehetzt. Muss ich mal so sagen. Die Frage ist nur, ich habe hier nicht irgendwie ein Scharfschützengewehr oder sowas, ne? Puh, das ist nur echt. Was geht hier? Und was geht hier nicht? Ich bin hier gerade echt zur Eile gedrängelt. Da fragt sich, ja, wenn man hier so auf Erkundungstour ist. Forty-seven. The meeting will begin in 2 minutes. You're running out of time, 47. Ja, da hätte ich vielleicht doch die Mission nochmal neu starten sollen, als ich da mich so viel umgeguckt habe. Ja, prima, hat sich gelohnt. Gut, gehen wir halt noch weiter hoch. Oh, weia, ist hier dunkel. Aber ich schätze auch mal, dass es hier 47, überhaupt. the meeting will begin in 1 minute. Your time slot is slipping fast, 47.
Wo kam der auf einmal her? Na, Gott sei Dank sieht er nicht, dass ich hier am Schloss rumspiele. Ja, was aber jetzt hier ist. Habe keine Ahnung, was ich hier zu tun habe, ne? The meeting is starting now, 47. It's crucial you get in position immediately. Veräppeln? Sind die jetzt hier alle rausgegangen? Hä? Ja, gut, aber ich soll doch die während dem Meeting. Das während dem Meeting machen, oder etwa nicht? Puh. 47, the meeting is over. You missed your opportunity. But you still have a contractual obligation, 47, and it may be possible to intercept the target with a head-on approach at the meeting place. Be careful, 47. It's heavily guarded. Es ist doch jetzt nicht euren Ernst. 47, here we go. I'm leafing through some private footage from last year. Hang on, 47. Looks like he's right-handed. I have a feed from the database regarding his medical profile. Apparently he drinks a lot. Puh, also ich fühle mich jetzt hier schon leicht getrollt, ne? I've got his personal file right here with a recent photo. 47, he's bald. 47, Diana here. Halt die Schnauze. 47, it appears he's a non-smoker. Also, keine Ahnung, aber ich weiß es hier gerade echt nicht. Muss das so sein? Oder muss das nicht so sein? Weil ich meine, die labert hier so von wegen die ganze Zeit, das Meeting beginnt gleich. Ne? Das Meeting beginnt gleich. Ne? So habe ich es verstanden. Und dann laufen die da alle raus. Und dann heißt das Meeting ist so, warum? Was? Wie? Wo? Warum? Ich verstehe es nicht. Und ich verstehe es auch echt nicht. Habe ich hier was falsch gemacht, oder? Na, lass mal zu. Habe ich hier was falsch gemacht? Oder muss es sogar so laufen? Ja, soll ich dieses Gebäude eindringen, oder was? Und, nee. Das gefällt mir gerade ganz und gar nicht. Erstmal wieder zurück zu den Straßen. Ja gut, ich würde mal sagen, schauen wir mal. Gut, mit dieser Kleidung hier kann ich mich ja hier offensichtlich ziemlich frei bewegen. Ich weiß gar nicht. Passt schon. Ich hoffe mal, dass ich hier ist. Okay. Wäre ich jetzt hier gerannt, hätte ich voll die Aufmerksamkeit auf mich gezogen. Okay. Dann. Ich renne jetzt hier trotzdem durch die ganze Gegend. Dauert mir zu lang, hier über den Platz zu spazieren. Puh, okay, hier wäre ein Eingang. Ansonsten, ich habe keinen Plan. Also, okay, diese Fenster sind hier alle nicht benutzbar.
Oho. Ach, Mensch. Okay. Ich könnte ja mal just vor lustig gucken, was passiert, wenn ich da reingehe. Bis jetzt nichts. Doch, jetzt werde ich. Ja, macht ruhig. Ich gehe da mal hinterher. Ich habe immer noch keinen Plan, keinen blassen Schimmer. 47, Diana here. Sorry that you've had so little luck at the mansion. Ja, It's really toll. hard to tell where Vittorio Hier, was das taken. Fenster wird We lost track of him in the da so airport. angezeigt. The agency does, however, feel that we fulfilled our end of the deal and ex Päh. Toll. Hab ich so viel Zeit verblemmert mit Warten und Machen und Tun und überhaupt. Meine Güte. Ich schätze mal, wenn ich jetzt hier einfach hingehe und lade das hier einfach mal 47, so. Diana here. Sorry that you. Ja, Schnauze. Nehmen wir wieder das hier mit und brauchen wir das überhaupt? Lass mal daheim. Continue. Überspringen die Zugfahrt. Und latschen los. Leute, da hätte ich auch vorhin nicht speichern brauchen an der Stelle. Aber es ist ja schon so, wenn ich mich nicht vorher irgendwie ein bisschen umgucke. Naja. Ich wusste jetzt nicht unbedingt, dass ich hier keine Zeit habe. So, ich gehe da einfach rein und mache die Tür wieder zu. Das scheint den Typen ja nicht zu interessieren. So, Tür auf. Na? Ey, Junge, geh durch, mach die Tür zu. Gut. Puh. So. Ja, leider laufen wir jetzt hier nochmal durch. Das war hier vielleicht echt eine blöde Idee, hier so viel Zeit zum Umgucken zu verplempern. 47. Officers are arriving at the building. Looks like the meeting is starting ahead of schedule. Be ready, 47. Jetzt kriege ich natürlich wieder diese ständigen Meldungen hier rein. Aber mal gucken. Vielleicht mache ich es jetzt auch ein bisschen anders. Ich jetzt hier hochgehe, dann gehe ich erst raus, hole mir die Uniform von dem Typen und speichere dann. Tim, 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 Tim. Ach Mensch. Aber ich muss schon mal doch auch wieder viel selbst rausfinden. So, erstmal hier. Gutes Stück. 47, the meeting will begin in Ach ja. 5 minutes. Okay. Warum guckt er denn jetzt zu mir? Hat er mich hier. War ich zu laut? Hat er mich gehört? What? Sohn. Nein. Kann ich hier auch wieder wegschmeißen? Danke.
47, the meeting will begin in 4 minutes. Get ready. Hier, ich schätze mal, wenn ich jetzt hier durchgehe und mache und tue und da bin. Ach, komm. Läuft nicht so, ne? Okay. Dann laden wir eben doch dieses hier. Und da gehe ich ein bisschen langsam. Ja, genau. Okay. Ich hab's verstanden. Das wird also erst hier ausgelöst. Das Meeting startet. Ich habe so das Gefühl, dass es gar nicht anders laufen kann. Ich verstehe es nicht so ganz. Eigentlich sollte den da hoffentlich niemand sehen können. So, wirf das Scheißding weg. Ich hoffe mal, dass er nichts in der Hand hat oder so. Ja, blöd ist, wenn ich jetzt hier rüber renne, mache ich die hier auf mich aufmerksam. Sau blöd. Ach ja, ist gut. Ich bin ja schon Sprinte. Meine Güte. Ich frage mich, was diese Tür hier wohl ist. Okay, ich gehe mal hier lang. Ah, da ist eine Treppe. Sehr schön. Ah ja. Sehr schön. Gut, jetzt bin ich hier, aber ich glaube, das bringt mir nichts. 47, the meeting will begin in 2 minutes. You're running out of time, 47. Ja, und ich weiß halt echt nicht, was ich hier machen muss. So, wenn ich jetzt hier schieße, irgendwo dahin. Irgendwas geschafft hier? Nö. Gar nichts. Diana here. Sorry that you've had so little luck at the mansion. It's really hard to tell where Vittorio was taken. We lost track of him in the airport. The agency does, however, feel that we fulfilled our end of the deal and expect you to comply with the terms by completing a minor assignment. Moment mal. Ich stecke mal hier die Waffe weg und speichere hier einfach mal, und zwar auf diesem Slot. Yes. Also wenn da hier Haken sind. Gut. Why not, ne? Dann gehen wir eben jetzt wieder weg. Wo waren hier die? Nein, hier nicht. Auf der anderen Seite gewesen sein. Gucken, ob ich jetzt ganz einfach über diesen Weg, den ich gekommen bin, wieder zurückkomme. Müsste aber scheinbar gehen.
Okay, vielleicht gehe ich mal auf die andere Straßenseite. Das hatten wir doch zu arg geblinkt gerade. Ich möchte ein bisschen schneller gehen, komm. Vielleicht habe ich ja gerade echt in der Tat genau den richtigen, wobei ich nicht mal gesehen hätte, dass ich überhaupt jemanden erwischt habe. Okay, dann müssen wir eben da drum herum gehen. So, hier hätte ich gerne meine Kleidung wieder. Einfach so, so, und dann gehen wir hier lang. Hey, wenn das jetzt hier echt funktionieren sollte, dass das hier dann abgeschlossen ist, ich weiß es nicht. Okay. Dann eben hier lang. Muss gleich echt noch mal gucken. Ich meine, ich habe ja eben gerade einfach nur 47, da Diana here. reingeschossen, ne? Sorry that you've had so little luck at the mansion. It's really hard to tell where Vittoria was taken. Ja, überall Haken, nur noch Return to the Subway. To escape. Dann mal los. Bin mal gespannt, was mich da eventuell ist an der U-Bahn-Station noch erwartet. Vielleicht ist da jetzt hier Remi Demi und abgesperrt in Radau, aber vielleicht kann ich da jetzt auch einfach hin und abhauen. Also, es wäre mir recht, weil dann wäre das doch mal relativ easy und relativ gut gelaufen. Ich könnte ja jetzt hier gleich erst einmal durchs Schlüsselloch gucken. Hier ebenfalls. Und dann mal hier gucken. Nö. Nur Police. Komm schnell weg hier. Keine Lust, da lange spazieren zu gehen. Ich will weg, obwohl das ist zwar hier vielleicht schon recht auffällig. Aber gut, das ist doch der Zug, oder? Na gut, dann gehen wir halt in den Zug rein und tschüss. Ja, schön, dass der Zug so lange auf mich gewartet hat, ne? Shoots fired. Close encounters. Headshots. 1 Alerts 0. Enemies killed 1. Saves 2. Ja, Stealth, der Balken ziemlich voll, ne? Question, das Wissen, was bei Stealth fehlt, ist da. Ja, gut. Waiting Professional. Gibt's da, was ist da, gibt's da sonst noch? Weiß jetzt nicht, was da kommt, wenn ich da drauf klicke. Könnt ihr ja mal ausprobieren. 14 Minuten, sagt er mir jetzt. Naja gut, ich habe jetzt zwei ganze Parts mit über 20 Minuten für gebraucht. Und ich würde auch sagen, ich mache jetzt hier mal ein Päuschen. Und dann würde ich sagen, geht's im nächsten Part weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen.